Literatur. Literradio. Live von der Frankfurter Buchmesse, 10. bis 14. Oktober 2018. Auf der Bühne von Literradio am Stand der IG Autorinnen Autoren darf ich nun Gerald Kurdolu Nitsche begrüßen. Ja, ich begrüße dich auch herzlich, Herbert. Literatur. Hüseyin Şimşek, ein türkischer Autor, der inzwischen seit 20 Jahren österreichischer Staatsbürger ist, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, das Mädchen wollte ihr Infrarot behalten. Und das ist aus dem Türkischen übersetzt worden. Und ich war wieder zuständig, eben als Beistrichfuchs zu arbeiten. Und wie haben wir es denn zeitlich? Na, ein paar Minuten haben wir noch. Ah, gut. Also der Hüseyin Şimşek ist 62 in der Türkei in Erzincan geboren. Die liegt im Hochland von Ostanatolien. Und er hat einige Schwierigkeiten gehabt. Er hat also Proteste gegen die Militärregierung gehabt und dann ist er wegen politischer Einstellung und Aktivitäten verhaftet worden und war dann 5 Jahre in einem Militärgefängnis. Und er wollte Journalist und Autor werden und studieren und so weiter, aber das war dann alles nicht möglich. Und dann ist er nach Österreich ausgewandert und hat hier auch weiter in diesem Sinn journalistisch und auch jetzt hat er auch fürs Fernsehen. Und es gibt ein Buch von ihm, 50 Jahre Migration aus der Türkei auf Deutsch. Und er schreibt Deutsch, Türkisch und Zazaistisch. Das ist eine eigene Sprache in Ostanatolien. Auch interessant, und durch Zufall bin ich auf ihn gekommen, und zwar habe ich erfahren, dass er als Gedichte schreibt und das, wenn mir nicht alles täuscht, wäre er sogar letztes Jahr da und hat auch gelesen, und so habe ich in meinem Buch Eine neue österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch, habe ich also von ihm Gedichte aufgenommen und eines Tages fragte er mich, ob ich mich für seinen Roman interessiere. Dann habe ich gesagt, ja, das wär gut. Und ich komme also jetzt, glaube ich, nur mal ganz kurz auf den Inhalt zu sprechen. Das heißt also, das Mädchen heißt Nurdem. Nurdem heißt Ausstrahlung, heißt Wärme. Und eben dieses 13-jährige Mädchen möchte und meint, sie muss die Familie verlassen, dass das patriarchale System nicht ihren Weg einengt. Und sie versucht, hat dann eine Aufnahmeprüfung in ein medizinbildendes Internat gemacht, ohne den Vater zu fragen, was also dazugehört. Und es waren also die größten Komplikationen. Aber jedenfalls hat sie das erreicht. Und was dann dort passiert ist, dann ist vom Schulsystem auch wieder unglaublicher Druck ausgeübt worden und auch von Religion. Und eben, er ist ein zeitkritischer Autor, also den Erdogan, den lehnt er vollkommen ab, ich nicht, weil ich möchte ja wieder mal hinfahren, sonst lassen sie mich nicht rein. Aha. Und ich habe also, und jetzt kurz, in diesem Roman von Hüseyin Şimşek finden sich erste Anzeichen einer Politisierung von Religion mit dem Ziel, in allen Lebensbereichen der Gesellschaft herrschen zu können. Natürlich ist es eine literarische Arbeit mit allen Gestaltungsfreiheiten. Fluchtversuch von Nurdem, 13-jährige Tochter aus traditionell patriarchaler Familie in Istanbul vor etwa 30 Jahren. Weiters aus der Diktatur in den Heimen, nicht nur durch Religion, die Ereignisse in einem Mädcheninternat in den Anfangsjahren dieser besagten gesellschaftlichen Entwicklung, die damals vor 30 Jahren nicht beachtet wurde, werden in den Lebensgeschichten einiger Schülerinnen des Internats thematisiert. Es kommen auch 2 Suizidfälle vor, also es ist ergreifend, gell? Ja, und als die von der Religion diktierte Lebensweise als politischer Machtfaktor an die Staatsspitze der Türkei geraten war, erreichten die Machthaber jenen Punkt, an dem dieser Zustand von den breit
breiten Massen nicht akzeptiert wurde. Mehrere Protestaktionen wie Taksim, Gezi in Istanbul portieren auch die Aussage der Massen. Hände weg von meinem Lebensstil. Auf diesen Schrei hin soll etwas geschehen. Und unter diesem Motto steht es, wobei es in vielem ihr nicht gelungen ist. Aber sie ist dann doch Krankenschwester geworden und also es ist, hat eine Art Happy Ending auf jeden Fall, trotz der unglaublichen Strapazen, die sie auf sich genommen hat. Das ist die Geschichte eines Aufschreis, der in der Türkei der 90er Jahre hinter den hohen Mauern eines Internats erschallte. Ich war Ende der 90er Jahre in Istanbul, habe derartigen Druck damals noch nicht bemerkt, aber für mich als Ausländer war das also, aber nur jetzt ist also der Tourismus zurückgegangen aufgrund der diktatorischen Eingriffe da von Erdogan. Also, hast du noch eine Frage, lieber Herbert? Viele, allerdings keine Zeit mehr, sie zu stellen, aber wir können das vielleicht ein anderes Mal nachholen. Hüseyin Şimşek, das Mädchen wollte ihre Infrarotfarbe und Jürgen Schäfer in der Liebe sein, eine Spiritualität der Gegenwart. Literatur. Literradio, live von der Frankfurter Buchmesse, 10. bis 14. Oktober 2018. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.